Und es geht weiter mit Teil 2 unserer Messe-Sondersendung. Gerne würde ich auch länger an den Modellbahn-Dioramen verweilen wie die beiden, aber Termin ist Termin. Ich bin jetzt verabredet mit Reinhard Reindl von Rocco Fleischmann. Bin schon gespannt auf die Neuheiten. Wie Sie ja wissen, die Entstehung eines Neuheitenprogrammes, das ist ja jetzt nicht so eine kurzfristige Sache, wo man schneller mal sich ein paar Gedanken macht, was man so machen könnte, sondern ist ein langwieriger Prozess, wo abgewogen wird, wie weit ist ein Modell populär, wie weit ist ein Modell notwendig für das eigene Programm zu ergänzen und inwieweit ist auch der Kunde noch bereit, ein Fahrzeug haben zu wollen. Und diese Kriterien und viele andere auch haben dann dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, die Baureihe 86 als komplette Neukonstruktion in unser Programm aufzunehmen. Ist auch ganz bewusst Neukonstruktion, es ist nämlich nicht mehr die Lokomotive, die wir alle vom Haus Fleischmann kennen. Dieses Modell ist wohl wunderschön, aber ist eine Entwicklung aus den späten 80er, frühen 90er Jahren und wir wollen unsere Kunden mit schönen, zeitgemäßen Modell beglücken. Also liegt der Schwerpunkt jetzt auch zum Teil auf Überarbeitung vielleicht älterer Modelle, wo man sagen kann, da kann man nachsetzen und es gebe ich Ihnen recht, es ist ja auch so, man muss den Nerv der Kunden treffen, um auch das richtige Modell auf den Markt zu bringen. Nicht die Masse macht's, sondern die Klasse macht's, denke ich mal. Ja, ich will hoffen, dass bei uns auch Klasse herrscht, aber schlussendlich, ja, Sie haben recht, man muss den Geschmack, den zeitgemäßen Geschmack treffen. Das ist gar nicht so einfach und daher dienen auch diese Messen sehr gut, um Rückmeldungen seitens des Marktes, seitens unserer Partner im Medienbereich ausloten zu können. Jetzt gibt es eine weitere Neuheit, das ist die Baureihe 85 Höllental. Da gibt es ja auch diese wunderschöne Anlage. Das kommt jetzt ebenfalls als Neuheit. Ja, das Höllental-Thema ist ein irrsinnig populäres Thema, das so viele Möglichkeiten bietet. Und auf der anderen Seite, das nur auf einem relativ kurzen Streckenabschnitt von, ich weiß nicht, wie lang sie ist, aber 50, 100 Kilometer. Und die Höllental-Version der 85er ist von unseren Kunden regelrecht eingefordert worden letztes Jahr. Sie waren wohl zufrieden mit unserem Modell, aber die Beschriftung war nicht wunschgemäß. Und das holen wir natürlich heuer nach. Dann gibt es einen weiteren Klassiker als E-Lokomotive, typisch ÖBB, die 1041. Ja, diese 1041, die ist wirklich ein Klassiker, schon viel gewünscht von österreichischen Modellbahnfreunden, lang vernachlässigt von der Modellbahnindustrie. Dafür haben wir heuer eine Doppelentwicklung, was leider schade ist, einerseits für den Kunden und andererseits für uns als Hersteller einer Version. Aber trotzdem, die Lokomotive ist eine Kultlokomotive und sie passt wunderbar zu unserem österreichischen Wagen- und Lokomotivmaterial als Ergänzung und wir freuen uns, wenn wir im Sommer unser Modell ausliefern können. Das wird wahrscheinlich nicht nur euch freuen, sondern auch wahrscheinlich sehr die Modellbahner freuen. Dann gibt es eine weitere Lok, eine Vectron, die ist zwar kein Klassiker, aber mittlerweile auch schon Kultlok geworden für viele, mit der Bezeichnung Stille Nacht. Ja. Das ist natürlich jetzt erklärenswert. Untypisch für unsere Gespräche, muss ich jetzt einmal kurz hervorheben, so viele Farb- und Beschriftungsvarianten, wie wir diesmal besprechen, hat es bisher in unseren Diskussionen nicht gegeben. Eine weitere Farb- und Beschriftungsvariante neben der 85er ist die Elektrolokomotive Vectron der SETG, die wir im ganz speziellen Design anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums von Stille Nacht, Heiligen Nacht bringen werden. Es ist eine Lokomotive als Typ, die sehr ansprechend ist, die von unseren Modellbahnfreunden sehr gut angenommen wird. Und nebenbei, dieses Weihnachtslied ist ja einer der bekanntesten Weihnachtslieder weltweit. Und wir wollen diesem Jubiläum und diesem Weihnachtslied natürlich Rechnung tragen. Vielleicht als besonderes Feature, wir werden uns den Spaß erlauben, ein paar Originaltöne auch auf den Sounddecoder mit aufzuspielen. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Es würde nur noch fehlen, dass jetzt die Lok auch Stille Nacht, Heilige Nacht spielt. Es gab ja schon mal bei euch Lokomotiven, die also entsprechend Melodien abgespielt haben. Ja, mit unter, ja, richtig.
wirklich mit unterschiedlichem Erfolg. Manche Lokomotiven sind sehr gut angenommen worden. Man spricht natürlich damit nicht unseren eingefleischten Modellbahner an, aber gewisse Kunden wollen was Besonderes und die wollen ein bisschen Geräusche haben. Aber keine Angst für die Stille Nachtlok. Ich singe nicht. Also es werden schon namhafte Musiker auftreten, um die richtige Melodie in richtigen Ton herüberzubringen. Ein weiterer Klassiker, jetzt muss man wieder Klassiker sagen, ist die RE 44 der BLS. Ist ja auch eine sehr schöne Lok. Dieses Wunschmodell unserer Schweizer Modellbahnfreunde steht ja bei uns auf der To-Do-Liste schon sehr, sehr lange. Wir haben uns immer geziert, sie zu machen. Ich kann, wenn Sie mich fragen, nicht sagen, warum. Und trotzdem, dieses Mal haben wir es geschafft, uns zu der Entscheidung durchzuringen, dieses Fahrzeug zu bringen. Es ist eine sehr populäre Lokomotive. Es ist aber nicht eine SBB-Lokomotive, sondern eine BLS-Lok. Aber sie ist typisch schweizerisch, elegant, detailliert, auch im Vorbild. Es ist eine Kultlok. Sie fährt ja schon über 50 Jahre auf Schweizer Schienen. Zeitlose Eleganz. Und sie fehlt in einer zeitgemäßen Ausführung, in der Branche. Und wir wollen mit dieser Lokomotive eben diesem Wunsch der Modellbahner nachkommen und hoffen, dass wir Erfolg haben und unsere Kunden dann auch mit einem detaillierten Modell erfreuen können. Vielleicht zu erwähnen ist, wir werden uns natürlich diesen Dachaufbau, der ja bekanntermaßen sehr detailliert ist, besonders annehmen. Der wird auch im Modell einen besonderen Stellenwert haben. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also ich weiß zumindest von vielen Gesprächen, auch mit Modellbahnfreunden, dass die Schweizer Lokomotiven sowieso so einen ganz besonderen Stellenwert haben und die RE 44 sowieso. Stichwort RE 44, wie leite ich das jetzt über von der Schweiz? Ich sag einfach mal die dicke Babelsberger. Ist Babelsberg in der Schweiz? Nein, ich muss sie aber umleiten. Die dicke Babelsberger steht ja auch als Neuheitenprogramm. Ich muss mich jetzt... ich muss Ihnen widersprechen. Dick ist unsere dicke Babelsberger bei Weitem nicht. Wir machen ja die V180 jetzt als Neukonstruktion. Ja. Für den ostdeutschen Markt in zwei typischen deutsche Reichsbahn-Versionen als vier- und sechsachsige Lokomotive. Und ich habe schon mehrere Handmuster von uns selbst erarbeitet, in den Händen gehabt. Und die Lokomotive hat sich alles andere als dick gefühlt. Sie ist eine recht zierliche Lokomotive und eigentlich eine sehr elegante Lokomotive auch. Und ein Klassiker, der bei uns im Programm nicht fehlen darf. In Ostdeutschland ist es ja eine Kultlok wie die V200. Deswegen heißt sie auch im Osten vor allen Dingen, oder wird sie unter den Fans, als dicke Babelsberger bezeichnet. Ja, ist schade. Hat aber nichts mit der Form der Lok zu tun, sondern wahrscheinlich von ihrem Auftreten, von ihrer Kraft, ihrer Anmutung, sage ich mal. Ja, ich will es hoffen, weil dick ist es wirklich nicht. Im Vergleich zu einem modernen Vectron ist es eine zierliche junge Dame. Gut gesagt. Da lassen wir uns auch mal was einen anderen Namen einfallen. Dann die weitere Neuheit. Ihr widmet euch auch wieder dem TEE-Thema. Und da sage ich TEE Erasmus. Ja, wie Sie ja wissen, wir haben eine weitere Kultlokomotive schon als Klassiker in unserem Programm. Das ist die Elektrolokomotive E03, Baureihe 103. Und wir haben schon recht viele Wagen umgesetzt, die zu dieser Lokomotive passen. Aber wir wollten jetzt einmal unsere Wagen in einer moderneren Ausführung anbieten, das heißt Formenbau. Wir werden die zugehörigen AVMZ und APMZ modernisieren, sprich mit neuen Türen, mit metallgefassten Fentern, entsprechenden Änderungen am Unterboden etc. Und in diesem Zusammenhang ist uns der Barwagen aufgefallen, denn ist meines Wissens jetzt derzeit in 1:87. Die coole Idee, Barwagen. Ja, richtig, ja. Und wir haben die Gelegenheit genützt, im Zusammenhang mit dem Umbau der TE-Wagen machen wir gleich den Barwagen mit. Und welcher Zug wird sich besser
eigenen, welcher Zuglauf als der TE Erasmus aus den späten 70er Jahren, der Bass zur E03 ist, der 103.13 aus dem Betriebswerk Frankfurt-Main, der auch diesen Barwagen führt. Und wir werden natürlich den Barwagen in verschiedenen Varianten weiterhin anbieten, aber wir wollen einerseits dem TE-Thema Rechnung tragen, das sehr begehrt ist, und andererseits auch erstmalig den Barwagen bringen. Und ja, mit dem Erasmus möchte man das jetzt machen. Coole Sache, finde ich ganz gut. Kommen wir wieder in den Deutschen Reichsbahnbereich. Dreiachser-Rekowagen stehen auch im Programm. Die dicke Babelsbergerin braucht eine. Ja, der so dick nicht ist, wie wir schon festgestellt haben, braucht auch zeitgemäße Wagen aus unserem Programm. Und wie Sie ja wissen und unsere Kundschaft weiß, unser Thema DR-Reisezugwagen ist ein bisschen vernachlässigt worden über die letzten Jahre. Und mit unserer Marktbeobachtung und Gesprächen mit Freunden des Hauses hat sich herauskristallisiert, dass wir zur V180 die Rekowagen brauchen als Dreiachse. Und ja, wir werden sie jetzt machen. Alle Versionen, alle Formversionen, und freuen uns, wenn sie im Sommer wir den Kunden präsentieren können in einer zeitgemäßen Ausführung. Also ist auch der Packwagen dabei zum Beispiel? Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Komplett. In einer standardgemäßen Rokko-Ausführung und in einem Detailreichtum, wie es der Kunde von uns erwartet. Eine sehr schöne. Wobei, ich möchte noch ganz kurz, ich möchte Sie unterbrechen, weil ein kleines Highlight gibt es ja doch, was bei uns nicht so häufig vertreten ist, dass wir Fahrzeuge mit Zugschlussbeleuchtung anbieten. Bei den Rekowagen werden wir die Zugschlussbeleuchtung mit einbauen bei gewissen Wagen, bei ausgewählten Wagen. Und in einer neuartigen Technologie, die vielleicht für einen Kunden gewöhnungsbedürftig ist anfangs, aber die sehr funktional ist und die praktisch immer funktioniert. Das wollte ich nur am Rande noch erwähnen. Heißt es jetzt, dass diese Zugbeleuchtung hinten oder das Schlusslicht dann fahrtrichtungsabhängig funktioniert, oder? Ja, selbstverständlich. Sie leuchtet rot, wenn der Wagen gezogen wird, und sie leuchtet nicht, wenn er geschoben wird. Es ist ein offenes Geheimnis, wir werden die Technologie von unserem Schweizer Postwagen, der SBB, jetzt transferieren in den Rekowagen. Natürlich mit gravierenden Änderungen in der detaillierten Umsetzung, aber schlussendlich das Prinzip ist das gleiche mit Batterieantrieb. Hilft dem Kunden relativ leicht, die Batterien auszuwechseln, und auf der anderen Seite hilft es auch die Beleuchtung nicht zu sehr zu belasten, insbesondere wenn der Wagenzug einfach nur steht am Abstellgleis. So, dann gibt es eine sehr schöne Diesellok in H0E, und zwar eine Lok der ÖBB der Reihe 2095. H0E ist ja für unsere Mitarbeiter ein ganz spezielles Stichwort, gerade als österreichische Mitarbeiter, die ein besonderes Herz für unsere Schmalspurbahnen haben. Und ich glaube, Sie haben mich innerlich umarmt, wie ich kundtun habe können. Wir werden die Elektrolokomotive Reihe 2095 als Neukonstruktion im H0E-Bereich bringen. Die Schmalspurbahn ist ja bei uns eine fixe Größe und findet enormen Zuspruch, nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Auch in Großbritannien, in Skandinavien, Russland etc. Und die 2095 ist in Österreich eine Kultmaschine. Es hat schon schöne Modelle gegeben, aber die haben schon einige Jahre am Rücken, und wir versuchen es jetzt mit einer Neukonstruktion, mit einer detaillierten Neukonstruktion, diese Lokomotive wieder auf den Markt zu bringen, in der Erinnerung an die gute alte Bimmelbahn. In H0E gibt es ja dann auch noch die sogenannten Waldbahnwagen. Passend dazu, oder? Ja und nein. Die Waldbahnwagen, das war mal eine Idee, die hatten wir letztes Jahr auf der Nürnberger Messe kreiert, während eines halblustigen Abends in der Mitarbeiterschaft. Woraus sind Waldbahnwagen entstanden? Das waren ja keine komplett neu konstruierten Wagen für eine spezielle Waldbahn. Meistens waren das irgendwelche alten
Schmalspurwagen, die entsprechend adaptiert worden sind. Und das haben wir im Endeffekt im Kleinen auch jetzt so gemacht. Wir haben bestehende H0E-Reisezugwagen mit einem Feldbahnträgestell ausgestattet, eigentlich mit zwei Feldbahnträgestellen, und dadurch diese Waldbahnwagen kreiert. Mit denen ist natürlich ein beliebiger Einsatz möglich, ob in Deutschland, Österreich, Tschechien, wie auch immer. Damit wären wir zumindest jetzt erstmal, was die Rocco-Neuheiten betrifft, durch. Sind sehr interessante Modelle dabei, aber jetzt kommen wir zu Fleischmann und zu N. Auch da haben wir uns haben wir auf der Liste vier Neuheiten stehen. Die E-Lok Baureihe 130 Vectron in N. Wir werden zukünftig, und damit haben wir dieses Jahr ganz besonders gestartet, zukünftig uns stärker konzentrieren auf N. N ist ein ganz wichtiger Markt, den dürfen wir nicht vernachlässigen, und wir wollen auch in N dem Kunden ein attraktives Neuheitenprogramm schaffen und auch ein zeitgemäßes Neuheitenprogramm mit zeitgemäßen Lokomotiven, auch was den Einsatz anlangt. Nicht nur immer Dampflokomotiven, sondern auch neue moderne Loks. Und von den modernen Lokomotiven sticht insbesondere der Vectron hervor. Und der Vectron ist eine passende Ergänzung zu ein paar modernen Güterwagen, die wir schon im 1:60 Maßstab haben. Und ja, in ein paar Versionen bringen wir den jetzt für unser Programm. Eine weitere Lok ist die Baureihe 147 der DB AG. Ist ja auch eine schöne Lok. Ja, das ist praktisch der Gegenpol zum Vectron als Güterzuglokomotive. Wir haben ja seit letztem Jahr die 187 der DB AG im Programm. Wir haben sie um Weihnachten ausgeliefert, werden die Restbestände und die offenen Aufträge in Kürze auch an unsere Kunden weiterreichen. Es gibt ja mittlerweile auch eine Personenzugvariante, und die setzen wir heuer um als Ergänzung zu unseren Doppelstockwagen und Nahverkehrswagen. Apropos Wagen, gutes Stichwort, würde ich sagen. Auch in N gibt es zwei neue Wagen, die wir jetzt besonders anbieten wollen oder besprechen wollen. Das ist der Silowagen und der Gelenktaschenwagen T2000. Diese beiden Wagen kommen jetzt auch für die N-Bahn raus. Letztes Jahr haben wir diesen, wir nennen ihn hausintern und salopp Holzim Silowagen, für H0 angekündigt. Der ist leider noch nicht ganz fertig, aber er wird jetzt in den nächsten 2-3 Monaten ausgeliefert werden. Zumindest unsere Kunden, und derer sind nicht wenige, die warten schon sehnsüchtig drauf. Das Modell ist noch vor Auslieferung ein voller Erfolg. Das hat uns natürlich bewogen, dieses bei der Modellbahnkundschaft sehr attraktive Modell auch in 1:160 umzusetzen, weil wir haben passende Lokomotiven, wir haben eine begeisterte Schweizer Modellbahnkundschaft, und wir müssen auch attraktive Fahrzeuge bringen. Fahrzeuge, wenn es nicht gerade unbedingt Fahrzeuge sind mit vielen Varianten, aber die durch einen Einsatz in Blockzügen ein größeres Spektrum bieten. Und der Holzimwagen bietet sich an. Außerdem ist die Formgebung und der Detailreichtum schon was Besonderes, womit sich dieser Wagen hervorhebt aus dem allgemeinen Güterwagenprogramm. T2000 löst ja bei Kunden und bei Modellbahnern eine gewisse Euphorie aus, insbesondere bei jenen, die die moderne Bahn nachbilden wollen. Nach dem sensationellen Erfolg des H0-Modells wäre es eine Schande gewesen, wenn wir kein N-Modell anbieten würden. Das machen wir in diesem Jahr. Ist auch der passende Wagen zur Vectron-Lokomotive, und wir freuen uns schon drauf, da Mitte des Jahres ein geeignetes Modell anbieten zu können. Nach diesem interessanten und umfangreichen Gespräch muss ich mich jetzt sputen. Jürgen Lindner von ESO wartet schon auf mich. Ja, also erstmal hallo von unserer Seite. Danke für den Besuch. Ist ja schon eine Tradition, dass Sie kommen und die Modellbahner über die Neuheiten informieren. Normal schon. Ja, wir haben dieses Jahr auch Jubiläum. Und zwar tatsächlich ist es schon das 20. Mal, dass wir auf der Spielwarenmesse ausstellen. Auf Trinkmain.
Bitte? Darauf trinken. Darauf trinken wir einen. Also ist sehr schnell gegangen. Wir hätten uns damals nie vorstellen können, dass wir so lange in der Branche sind. Und wenn man sich so überlegt, was wir alles so gemacht haben, dann erfüllt uns das schon ein bisschen mit Stolz. Und wir wollen natürlich auch in der Hinsicht weitermachen. Was gibt es jetzt konkret an Modellen, wo wir sagen können, das ist was für den Modellwagen? Wir haben dieses Jahr im Prinzip sowohl für Dampf- als auch Diesel- und E-Lok-Fahrer was dabei. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Highlight an. Wir haben unsere E94 dieses Jahr als Formvariante in Ozeanblau-Beige vorgestellt. Das ist also nicht nur ein anderer Anstrich im Gegensatz zur grünen oder grauen Lok, sondern es sind auch alle Details umgesetzt worden. Das heißt, wir haben einen anderen Hauptschalter, wir haben eine andere Einteilung der Lüfterbänder und andere Wartungsklappen gemacht. Und auch sonst entspricht die Lok natürlich exakt dem Vorbild. Dann ahne ich schon, dass sie auch komplett elektronisch ausgerüstet ist. Selbstverständlich hat auch diese Lok alle Gimmicks an Bord, wie man so schön sagt. Das heißt, elektrisch heb- und senkbare Pantographen, ein Lok-Sound-Decoder, wir haben einen Kurvensensor drin, das gesamte Lichtpaket mit Bremslichtflackern, Powerpack und so weiter und so fort. Also da ist für jeden was dabei. Also keine Wünsche offen, den Modellbahner, was diese Lok betrifft. Dann gibt es eine Dampflok. Genau, wir haben ja unsere T16.1, also die BR94.5, schon seit einiger Zeit im Angebot. Die ist im Moment auch komplett ausverkauft für alle die, die sie vorbestellt haben und noch darauf warten. Die gute Nachricht, wir produzieren die wieder, die kommt im Sommer peu à peu wieder, alle Varianten. Darüber hinaus haben wir dieses Jahr eine RAG-Variante für die Ruhrkohle AG angekündigt, in Epoche 3 und 4. Als Formvariante mit geänderten Kessel, also andere Dampfdome. Wir haben eine andere Verrohrung an der Lok, anderen Kohlenaufbau. Und wir haben sie technisch leicht überarbeitet, die Lok. Viele haben ja kritisiert, dass der Kreuzkopf aus Kunststoff sei. Wir haben den jetzt aus Metall gemacht, damit die Farben besser zusammenpassen. Wir haben auch noch intern an der Lok ein bisschen gefeilt, im Rauchgenerator, dass mehr Rauch rauskommt und auch am Lautsprecherpaket geändert. Wenn diese Lokomotiven jetzt in dieser Vielzahl kommen, gibt es auch verschiedene Bahnverwaltungen und Lackierungen? Ja, das gibt es natürlich auch. Gerade die Dampflok ist überall in Europa eigentlich unterwegs gewesen. Wir haben ganz neu angekündigt auch eine italienische Variante dieser Dampflok und eine belgische Variante, alle beide mit komplett geänderten Kesseln, anderer Lampenanordnung. Und was es auch geben wird, sind 4 französische Varianten in Zusammenarbeit mit der Firma REE, die unser Vertriebspartner in Frankfurt an der Stelle ist. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu einem Lokklassiker schlechthin, der eigentlich auch Geschichte bei der Deutschen Bundesbahn geschrieben hat, nämlich die V200. Genau, die berühmte V200.0 mit 2 Motoren haben wir dieses Jahr ganz neu im Angebot als Epoche 3 bzw. 3B-Variante mit dem DB-Logo, also dem DB-Keks statt der Schriftzug Deutsche Bundesbahn. Es entspricht also auch diese Formvariante eher dem Zustand, wie sie relativ lange eben auch rumgefahren ist. Und auch diese Lok ist wieder komplett ausgestattet mit 2 Rauchgeneratoren und Lok-Sound-Dekore und Kurvenquietschen. Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, das hat es mir geklaut. Ja, lieber Jürgen Linder, was kann man noch berichten, was ist geplant, beziehungsweise wo sehen Sie noch Möglichkeiten in der Produktion? Wir haben, glaube ich, gesprochen auch über ein Riesenwagenset. Das ist ja auch relativ neu. Was sehen wir da? Also wir haben dieses Jahr, ich sage schon, Kesselwagen-Invasion. Wir haben unseren Kesselwagen 2-achsig Bauart Deutz dieses Jahr um zahlreiche Varianten erweitert. Wir haben Werbewagen wie Persil oder BASF genauso wie DR Epoche 3 und 4 mit Minol, Buna und Leuna, aber auch diverse Mineralölfirmen, Texaco, DEA, BP sind mit dabei. Aber auch einen Weinwagen für die Schweiz haben wir gemacht. Man muss nicht immer nur, klingt gut. Man muss nicht immer nur Sprit transportieren und genauso auch Varianten für Holland und Tschechien. Das ist doch schon eine kleine, aber feine Palette als Neuheitenangebot für dieses Jahr, für das Jahr 2018. Und ich denke, das wird auch sicherlich viele Interessenten finden. Also wir hoffen natürlich sehr, dass das, was wir dieses Jahr in Nürnberg vorstellen, auf Anklang sozusagen trifft. Wir werden mit Sicherheit im Herbst noch ein paar mehr Neuheiten vorstellen, weil wir uns immer noch mehr vornehmen, Neuheiten zeitnah anzukündigen und erst dann im Prinzip darüber zu sprechen, wenn sie schon spruchreif sind. Das hilft allen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Man sollte vielleicht an der Frühjahrsmesse hier in Nürnberg vielleicht nicht den Mund ganz so voll nehmen, sondern das peu à peu anbieten. Da hat man, glaube ich, haben wir alle mehr davon. Genau, also wir wollen nicht definitiv viele Vorbildfotos auf unsere Kataloge pinseln, sondern wirklich warten, bis es auch zuverlässig ist, weil nichts frustriert mehr, als ob man was haben will und dann kommt es ewig nicht. Das war das Schlusswort zum Sonntag. Nein, heute zum Freitag. Danke, lieber Jürgen Linder, für diese kurze, knappe Vorstellung. Ich glaube, wie gesagt, dass es viele Freunde werden
geben wird, die sagen, Mensch, die Lok, die E94 oder die Kesselwagen haben mich schon lange interessiert, will ich haben. Vielen Dank für das kurze, knappe Gespräch, dass wir die Neuheiten 2018 bei Ihnen vorstellen durften. Alles prima, alles danke. Vielen Dank für den Besuch, wie immer. Das war es schon, liebe Modellbahnfreunde. Der zweite Teil unserer Messeberichterstattung ist zu Ende. Aber keine Bange, es folgen noch weitere Sendungen zur Messe. Wir sehen uns wieder auf gleicher Welle und Kanal zum Teil 3 der Messe-Sondersendung. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Frank Buddich.